Lass mich raten, ich muss es löschen. Wenn wir schon mal hier sind, können wir uns auch noch ein bisschen die Einrichtung angucken. Kein Problem. Nur Mut. Nur Mut und Sauerstoff. Schaffst du das? Ja. Die Decke stürzt gleich ein. Ach. Beruhige dich. Das sieht nur so aus. Hugo, du hast den Hauptmann der Inquisition besiegt. Du bist hart im Nehmen. Härter als ich. Wirklich? Ich lüge nie. Das muss der Ausgang sein. Noch ein bisschen Stuff sammeln. Zwei Gespräche. Ziemlich ruhig für einen Tag der Wunder. Kümmerst du dich um ihn? Verlass dich auf mich. Walte deines Amtes. Roderick, der Genickbrecher. Ich habe mich von etwas gehen lassen. Ach, damit komme ich klar. Einmal auf Tablet gewechselt, Annalee. Wenn wir die jetzt angreifen, der ist für dich. Du wirst bezahlen. Ich kann nicht sehen, was es war. Hier ist jemand. Kommt her. Was glaubst du, tust du da? Oh nein. Nein. Ich dachte, den hier machst du klar. Er macht den klar. Er macht ihn nicht klar. Ziemlich ruhig für einen Tag der Wunder. Ach, die Scheiße wieder. Die Wache. Du bist erledigt. Ich sammle schon mal ein. Gute Arbeit. In seiner Haut möchte ich nicht stecken. Das möchte aktuell niemand. Bin mir gerade nicht so sicher, wie wir die hier platt kriegen. Aber wir sind nicht krank. Seht uns an. Wir wollten nur unsere Habseligkeiten holen. Amicia, was sollen wir jetzt tun? Moment, ich denke nach. Warum liegt er da auf dem Boden rum? Der macht Ferien. Nein, ist alles gelogen. So, wir warten jetzt ab, bis das abgelaufen ist und dann gehen wir wieder hin. Wir machen jetzt hinlaufen, schießen, weglaufen. Das ist für uns die sicherste Option gerade. Wir exploiten wieder ein bisschen. Das ist eine Tic-Tac, was soll ich sagen? Er verspricht uns immer das Ende, aber es endet eigentlich nur für seine Leute. Er verspricht den Leuten zu viel. Na los.
Hä? Was ist mit dir? Wenn der Letzte mir jetzt einen Strich durch die Rechnung macht, ja, weil er beschlossen hat, weiß ich nicht. Weil er irgendwas beschlossen hat, dann wäre ich aber... Ja, so ist gut. Weiter damit, weiter. Runter damit hier. Komm, die Zuschauer warten. Überraschung. Oh, hab Dank. Danke. Der Herr sei mit euch. Ja, danke. Und viel Glück. Hey, wartet. Meine! In Deckung, Bogenschützen. Gute Arbeit, Männer. Haltet die Augen auf. Niemand darf sich der Kathedrale nähern. Die Kathedrale. Wir sind auf dem richtigen Weg. Da, das Fallgitter. Das ist der einzige Weg zur Kathedrale. Wir müssen da irgendwie hin. Ich weiß auch schon wie. Wir legen uns mit denen gleich an. Ich muss noch meine Steine zurückkehren. Sonst ist hier kein Gedöns. Ich kann noch nichts basteln wieder. Der Karren, Rodrik. Wenn wir ihn bis zum Fallgitter schieben, gibt er uns Deckung. Dahinter ist Hugo in Sicherheit. Hey! Lass los, Amicia! Was tust du da? Bleib mit deinem Bruder in Deckung. Ich schiebe. Rodrik, ich helfe dir. Ich komm klar. Wenn du helfen willst, halt nach Wachen Ausschau. Gut. Sich. Dann mal los. Versteck dich, Rodrik! Mach dir um mich keine Sorgen, Knöps. Ist gerade schlaf gegangen. Also es kommen drei Soldaten da oben von da vorne runter. Es kommen drei Soldaten von da unten. Diese Gasse. Da ist eine Kette auf der anderen Seite. Kennst du dich hier aus? Wir sollten das öffnen können. Können wir das denn öffnen? Ich würde nämlich gerne auf die andere Seite gehen. Da ist noch ein bisschen Zeug. Die Gasse auf der anderen Seite. Ich habe die erst jetzt entdeckt. Sorry, Leute, wenn euch das gerade nervt. Ich muss noch mal kurz gucken. Wie kommt man denn auf die andere Seite? Wir sollten sie öffnen können. Aber wie? Geh doch mal aus der Latichte, Junge! Geh mal weg da. Da stand ein Wagen. Wo stand ein Wagen? Da steht kein Wagen. Das habe ich beim ersten Run auch nicht gesehen hier. Die Kette. Du solltest nicht... Warum? Ich kenne diesen Ort nur allzu gut.
Was ist los, Roderick? Er kennt diesen Ort nur allzu gut. Warum? Nein. Ich wusste es. Was denn? Was stimmt denn nicht? Wo gehst du hin? Ja, wo gehst du hin? Ist das sein Zuhause? Das kann nicht sein. Roderick. Nichts mehr übrig. Haben sie dein Haus niedergebrannt? Das war die Schmiede meines Vaters, wo ich aufgewachsen bin. Dort habe ich... Ich weiß, wie du dich fühlst. Aber du lebst noch. Und deine Wurzeln können sie dir nicht nehmen. Du hast recht. Ich weiß, wer ich bin. Los, wir müssen eure Mutter retten. Mama ist nett, du wirst sehen. Wir gehen zusammen und finden ein anderes Chateau. Hört sich gut an. Das habe ich beim ersten Mal definitiv nicht gefunden. Definitiv. Ist hier jetzt noch Loot, weil ich ja jetzt eben einmal schon hier gewesen bin? Wäre schön, wenn er das jetzt gespeichert hätte. So, wir schieben wieder, er schubst uns wieder. Roderick, wenn wir ihn bis zum Fallgitter schieben, gibt er uns Deckung. Dahinter ist Hugo in Sicherheit. Hey! Lass los, Amicia. Was tust du da? Bleib mit deinem Bruder in Deckung. Ich schiebe. Roderick, ich helfe dir. Ich komme klar. Wenn du helfen willst, halt nach Wachen Ausschau. Gut. Dann mal los. Versteck dich, Roderick. Mach dir um mich keine Sorgen, Knöps. Ich kann die nicht erschießen von da oben, oder? Soldaten, da vorne sind Soldaten. Amicia, die gehören dir. Oh, wieso treffe ich nicht? Was ist denn hier los? Oh, das gibt's doch nicht. Ich habe eigentlich eine Zielhilfe an. Wieso hat die denn nicht funktioniert? Oh nein, wie lästig ist das bitte? Hat er das jetzt auch nicht gespeichert? Diese Gasse. Oh Gott. Kennst du dich hier aus? Warum speichert der denn nach so einem Punkt nicht? Nach so einem Punkt muss man doch speichern. Ja, ich werde versuchen, immer wieder dieses Schlafzeug nachzubasteln. Ich muss jetzt erstmal auf Roderick warten. Wo ist denn der jetzt so lange? Los, los. Ja. Roderick? Roderick? Oh, Junge, bitte. Ach, schön. Oh, nee, die müssen nach der Szene speichern. Ich will nur mal was ausprobieren. Ich kann wirklich nicht auf die schießen. Ich finde es schade, dass ich nicht die Möglichkeit habe zu schießen. Der Karren, Roderick. Wenn wir ihn bis zum Fallgitter schieben, gibt er uns Deckung. Dahinter ist Hugo in Sicherheit. Hey! Lass los, Amicia. Was tust du da? Bleib mit deinem Bruder in Deckung. Ich schiebe. Roderick, ich helfe dir. Ich komme klar. Wenn du helfen willst, halt nach Wachen Ausschau. Gut. Dann mal los. Feuer! Versteck dich, Roderick! Mach dir um mich keine Sorgen, Knöps. Das Bruder habe ich nur einmal, aber ich könnte es immer versuchen, schnell wieder herzustellen. Ich habe das ja freigeschaltet. Soldaten, da vorne sind Soldaten! Amicia, die gehören dir. Ja. Seht ihr das? Ich habe hier eine leichte Zielhilfe. Bastarde! Amicia, sie haben ihn getroffen! Roderick, lass den Karren los, bitte!
Wir brauchen ihn, um das Fallgitter zu erreichen. Das war wieder daneben. Los, schnell. Amicia, jetzt triff doch. Amicia, Amicia, antworte doch. Nein, der schießt. Der schießt. Komm schon, weiter. Ihr habt es geschafft. Nicht sterben, Rodrik, nicht sterben. Ich brauch nur eine Pause. Keine Sorge, finde ich gut. Und jetzt? Das Tor? Hallo? 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 Ich bin nicht vorbereitet. Wieso kommen die denn jetzt? Wieso? Ich... Nee, Leute, das ist doch scheiße. Das ist riesengroße Oberaffen-Kacken-Arsch-Scheiße. So richtige hässliche Hässlon-Scheiße ist das gerade gewesen. Was sollte ich denn jetzt machen? Rodrik? Hallo? Hallo? Tor? Wer... Kann vielleicht mal jemand mit mir reden? Kann mal jemand mit mir reden? Jetzt waren wir am Tor und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Sie sagt, keine Sorge. Und dann waren die Angriffszeichen weg. Ich so, okay, dann gehen wir da wahrscheinlich einfach durch. Warum funktioniert die Zielhilfe nicht? Warum funktioniert die Zielhilfe nicht? Das ist schon wieder nicht... Nein! Oh, das ist zum Kotzen. Es ist zum Kotzen, die Zielhilfe hat schon wieder nicht funktioniert. Ich habe die doch nicht umsonst eingeschaltet. Was ist denn? An der Stelle funktioniert das immer wieder nicht. Ey, das nervt mich so sehr, weil jetzt dieser Monolog jedes Mal wieder von vorne losgeht. Der Karren, pass mal auf, wenn ich den jetzt anvisiere, aktiviert sich sofort die Zielhilfe. Zack. Perfekt. Easy peasy. Visiere den an. Zack. Easy peasy. Kein Problem. So, warum geht jetzt die Zielhilfe nicht? Wieso nicht? Wieso geht die nicht? Wieso geht die nicht? Nie, ich rage nie, hey, aber dieses Spiel. Was ist los, Amicia? Was tust du da? Bleib mit deinem Bruder in Deckung. Ich schiebe. Rodrik, ich helfe dir. Ich komme klar. Wenn du helfen willst, halt nach Wachen Ausschau. Gut. Wenn du helfen willst. Versteck dich, Rodrik. Mach dir um mich keine Sorgen, Knöps. Ihr müsstet das Video sehen. Von meiner PlayStation 4 Version von dem einen Run. Da stand ich nicht mal in der Nähe vom Karren und die haben mich nicht getroffen. So, da die Klappe. Gib dir mal zur Adoption frei. Mann, jetzt mach die Tür auf. Ah.
Wir brauchen ihn, um das Fallgitter zu erreichen. Jetzt du! Nein! Wir helfen dir durch! Tut mir leid. Tut mir leid. Scheiße! Scheiße! Hugo, komm jetzt. Wir müssen weiter. Ich mochte den so gern. Ist doch kacki. Das glaube ich nicht. Das glaube ich einfach nicht. Das kann nicht sein. Melly, bitte. Nein. Diese Bastarde müssen bezahlen. Sie werden bezahlen. Das Wichtigste ist, zusammen und am Leben zu bleiben. Deswegen haben sich Rodrik und Arthur geopfert. Lass mich einfach in Ruhe. Sie hat recht, Melly. Rodrik. Es ist vorbei, Hugo. Er hat seinen Frieden gefunden. Ich ertrage diese verdammten Ratten nicht länger. Mistviecher! Aber sie bahnen uns einen Weg. Ach ja? Wie denn? So. Wie machst du? Boah, das passiert gerade wirklich. Hugo, sag mir, dass du uns helfen wirst, diese Dreckskerle zu töten. Melly? Ohne deinen Bruder haben wir keine Chance, Amicia. Das ist dir klar, oder? Ich werde dir helfen und du hilfst uns, Mama zu retten. Dann haben wir eine Abmachung. Ich wünschte, ich wäre jetzt um Rodrik trauriger, aber durch diese ganze Geschichte mit dem... Mit dem Karren, mit dem Blöden... Und die furchtbaren Sachen sind ja auch noch nicht durch. Es kommt doch so eine knifflige Stelle. Sammeln wieder schön alles ein. Plague Tale ist ein sehr, sehr tragisches und trauriges Spiel. Weil es halt auch wirklich keinen Halt davor macht, die Guten zu töten. Braucht zwar den Tisch nicht mehr, aber es gibt ein anderes Gefühl. Mir fehlt tatsächlich nur einmal Schnur. Aber gucken, ob wir hier noch einmal Schnur bekommen. Ich muss mal gucken, wie wir hier überhaupt jetzt langschleichen.
ob der jetzt... Oh, der andere ist nicht gut. Oh shit, der kriegt uns jetzt. Nein, er kriegt uns nicht. Glück gehabt. Glück gehabt. Ich bin höchst motiviert, dass wir das Ende jetzt schaffen. Finale. Das sieht schon viel besser aus. Ich war doch gerade im Bastelmenü. Die stoppt die Zeit nicht, wenn ich im Bastelmenü bin. Die Kathedrale. Verdammt. Ach so, hier? Die Hölle. Macht euch bereit. Hier speichert er einmal, ja? Als ob er das jetzt nicht... Das ist schon wieder nicht zu fassen. Nicht schlecht, gar nicht schlecht. Ach komm. Ich kann nicht auf seine scheiß Fackel werfen. Er steht zu weit weg, das gibt's doch schon wieder nicht. Hab's mir schon gedacht. Jetzt blockier mich doch nicht schon wieder. Hallo, geh doch mal da weg. Die blockieren mich beide. Ja, und dadurch sehen sie mich dann wieder. Macht mich schwach. Oh shit. Shit, lasst mich doch durch! Lasst mich... Die blockieren mich? Warum kann ich die nicht auf die Leute da hinten scheuchen? Sonst geht's doch auf. Könnt ihr mal ganz kurz folgen? Rühr dich nicht vom Fleck. Ich bin schon gut. Du kannst kommen. Ja, ja. Die stören mich hier halt voll.